So, und der fünfte Versuch, das Video zu machen. Denn ich möchte euch heute über Dänemark erzählen. Ich habe draußen schon begonnen. Leider ist mir der Speicherplatz, also der Speicherplatz hat nicht ausgereicht. Deswegen hat das Video dann abgebrochen und ich wollte nicht nochmal neu anfangen. Ja, wo fange ich an? Wir sind ausgewandert nach Dänemark. Da mein Mann hier schon mal gelebt hat, weil seine Mutter und sein Stiefvater hier schon leben. Er hat auch einen Kumpel und von dem Kumpel die Mutter. Da sind wir in guter Verbindung gewesen, sind wir immer noch. Nur eben durch diese ganze Pandemie-Sache, wisst ihr selber, geimpft und ungeimpft, ist es ein bisschen komplizierter geworden, was nicht heißt, dass wir uns jetzt nicht verstehen, aber das sind halt zwei verschiedene Fronten. Ja, also die einen können es nicht verstehen, was da in Deutschland abgeht und somit können wir uns da auch nicht mehr unterhalten. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Es ist nicht so, wir haben trotzdem noch Kontakt, aber er ist halt einfach nicht mehr so, wie mein Mann den halt von früher kannte. Ich kenne ihn eh nicht so lange, nur durch die Urlaube, wo wir hier waren. Ja, wir sind hauptsächlich wegen unserem jüngsten Sohn hier ausgewandert, da der ist vor kurzem 9 geworden. Und du wisst selber, der hat damals, wo er in die Schule gekommen ist, war ja die ganze Pandemie am Laufen. Und dann musste er mit Maske in die Schule und das war alles schon traurig genug. Hier in Dänemark haben die das so gehabt, dass Kinder erst ab 12 eine Maske tragen mussten. Und mit den Tests waren die auch nicht so schlimm. Wir mussten dreimal die Woche zum Testen gehen. Allerdings habe ich das immer in der Apotheke gemacht oder ich habe einen Spucktest gemacht. Wollte ich eigentlich auch nicht machen, aber ich habe mir in der Zeit nicht anders zu helfen gewusst, als das mit der Apotheke zu machen. Ich hatte dann noch ein paar andere Mamis, die hatten das auch gemacht. Wir haben dann so eine kleine Gruppe gebildet. Ja, aber nachdem ich ausgewandert bin, ist die Gruppe auch ein bisschen auseinander. Ich habe indirekt noch Kontakt, weil ich die Gruppe noch gespeichert habe. Aber ich schreibe halt nicht mehr mit. Ja, also diese Pandemie vieles bei mir durcheinander gebracht. Ja, und mein Mann war ziemlich heftig entsetzt, als wir hier wieder nach Dänemark gekommen sind, denn es ist alles sehr digitalisiert geworden. Er hatte das halt so nicht gekannt. Es ist fast schon so wie in Schweden. Man benutzt eigentlich nur noch Karte oder sein Handy zum Bezahlen. Ich vermeide es, so gut es geht, mit Karte oder also mit Handy sowieso nicht, aber mit Karte zu zahlen. Manchmal kann ich es leider nicht, weil ich da einfach keine Bank in der Nähe habe. Und mit Karte geht es natürlich auch einfacher. Man kann zwar auch da im Geschäft abheben, aber das ist mir auch ein bisschen noch zu umständlich, weil ich will da ein bisschen Überblick haben. Was ich auch schlimm finde, das ist aber in Deutschland, glaube ich, auch schon so, also bevor wir ausgewandert sind, hatte ich das System auch schon. Da konnte man bloß mit so einem TAN-Code-Schlüssel in sein Bankkonto rein, also wenn man Online-Banking gemacht hat. Und es ist in Dänemark auch so. Ich finde das halt schon schlimm, dass man überhaupt sein Geld nur noch über die Bank bekommen kann, weil früher hatte man ja auch Lohntüten oder wie das so heißt, bekommen. Und da wisst ihr ja, wo die Reise hingeht. Ja, ich wollte jetzt noch über Dänemark sagen. Ich war heute unterwegs, deswegen habe ich das Video auch gestartet, weil ich die Reisekarte aufgeladen habe von meinem Mann.
Die haben hier jetzt nicht so Fahrkartenschalter, so eine Art. Die haben halt ihre Reisekarte, die kann man sich kaufen. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel die kostet, 250 Kronen oder so oder 300. Die kann man immer wieder aufladen mit Geld und dann muss man sie nur noch einchecken und auschecken da gibt es so einen blauen Punkt, da legt man die Karte drauf, dann macht es Bing und wenn du aussteigst, dann machst du auch wieder Bing. Wenn du umsteigst, dann lässt du den Ausstieg Bing weg, weil dann lockst du dich einfach wieder beim neuen Einstieg ein und erst wenn du ganz fertig bist, dann kannst du dich komplett ausloggen. Vielleicht kennt der eine oder andere das System schon, der halt in Dänemark schon öfters mal hier war. Finde ich ganz okay, ist aber manchmal ein bisschen blöd, wenn du vergisst auszuchecken, dann wird nämlich die teuerste Fahrt registriert. Solltest du dich nicht innerhalb von, ich weiß jetzt nicht wie lang, eine Woche die Fahrt korrigieren irgendwie mit einer App oder so, wird dir halt die komplette, also die höchste Fahrt angerechnet. Das sind, glaube ich, 80 Kronen. So viel kostet halt die längste Strecke, weil du könntest ja theoretisch die längste Strecke genommen haben. Ja, ich würde Dänemark jetzt nicht als Auswanderland empfehlen, eben aus den besagten Gründen, dass das alles schon sehr digitalisiert wurde und ich es hier genauso wie in Deutschland finde, eigentlich fast noch von den Menschen her ein bisschen schlimmer, weil sie alles mitmachen. Sie tun nicht irgendwie sich wehren gegen irgendwas. Es gibt eine Gruppe, wo ich auch bei Telegram bin, von ein paar denen, was weiß ich, vielleicht, lass es hoch sein, 120. Davon gibt es verschiedene Gruppen. Die eine hat 120, die eine 30 und die anderen hat auch nochmal 26. Die jetzt explizit dafür, also dagegen sind, gegen diese ganzen Sachen, was da kommt. Die haben hier auch die Mit-ID, das ist diese Sache, wo man halt in das Bankkonto kommt. Und die kann halt auch schnell gesperrt werden. Und ja, da ist einer sehr fleißig und geht darin vor. Der ist in die ganzen Impfzentren gegangen und hat gesagt, wie es halt aussieht, die Sache. Der hat natürlich auf taube Ohren gestoßen, wie halt nun mal die Dänen sind. Die nehmen alles hin. Ich will die Dänen nicht schlecht machen, sind ein liebesnettes Volk, besonders die ältere Generation, so um 70 plus halt. Aber die ist halt die ältere Generation und die wird halt demnächst dann, denke ich mal, nicht mehr so lange auf der Erde sein. Und die junge Generation, das sage ich ehrlich, die kann man wirklich vergessen. Also es mag natürlich wie immer Ausnahmen geben, aber ich habe keine festgestellt. Ja, die Sprache, die ist einfach zu erlernen, weil die sehr ähnlich ist mit Deutsch. Auch von der Grammatik her. Ich tue mir halt ein bisschen schwer, weil ich so Hintergründe mitgekriegt habe, zum Beispiel auf der Sprachschule. Ich habe mit der Dänisch 2 angefangen, da war es noch ganz okay. Mir war dieser Unterrichtsstoff aber ein bisschen zu langsam, weil das war so für komplette Anfänger und für Nicht-Deutsche sozusagen, weil wenn man Deutsch ist, dann hat man da eher einen schnelleren Zugang. Dann bin ich in eine andere Stufe gekommen, wo schon ein bisschen schneller angezogen wird mit dem Dänisch. Da war ich ziemlich schockiert, weil in dieser Klasse 12 Ukrainer waren. Und vier andere. Unter den vier anderen war natürlich ich. Eine kam aus Spanien, aber die zähle ich jetzt nicht dazu, weil die konnte Russisch, konnte sich auch unterhalten. Dann hatten wir noch eine ich weiß jetzt nicht, aus irgendwo afrikanischen Staat und noch eine aus China. Es wurde dann zum Schluss so, dass dann noch mehr Ukrainer da reinkamen, nochmal zwei oder so, dann konnte es halt nicht mehr, weil da ging es nur noch ukrainisch in dieser Klasse zu. Ich musste dann da raus, weil ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin kein Ausländerfeind, aber ich konnte es einfach nicht mehr ertragen, diese ganze Sache, da die von der Geldgeber
Geld von der Kommune bekommen haben. Die haben einen Job in die Hand gekriegt. Die waren undankbar. Die haben den Lehrer zum Schluss dann, kurz bevor ich gegangen bin, gesagt, er macht schlechten Unterricht. Das konnte ich überhaupt nicht. Ich war schockiert, als ich das gehört habe. Ja, und ich konnte einfach nicht mehr. Die wollten mich eigentlich in der Schule da lassen. Sie haben gesagt, hey, ich soll halt einfach in eine andere Klasse gehen. Ich habe gesagt, nee, ich möchte halt nicht mehr. Ich möchte jetzt mich auf meinen Jobsuche begeben. Weil mir haben sie beim Jobsuchen nicht geholfen. Den Ukrainern haben sie es direkt, ich will es jetzt nicht sagen, wohin geschoben. Ich hätte irgendwo auf die andere Seite der Stadt gehen sollen, was jetzt nicht groß ist, aber ich habe trotzdem mit dem Fahrrad 10 Minuten gebraucht. Und da halt aber mich hinwenden sollen, weil in der Berufsschule ist eigentlich auch so eine Art Jobvermittlung. Aber die waren bloß für diejenigen, die von der Kommune bezahlt werden. Und alle anderen sollten selber gucken, wie sie zurechtkommen. Und das habe ich eben angekreidet. Ich habe gesagt, wenn, dann sollte man schon allen helfen und nicht nur den Flüchtlingen oder die halt nicht von der Kommune bezahlt werden, weil da waren auch ein paar welche, die, also unter den 4 Nicht-Ukrainern, die halt auch kein Geld gekriegt haben von der Kommune. Die haben sich auch schwer getan mit Jobsuche. Und ich habe ihm gesagt, nee, ich möchte einfach nicht mehr, weil das hat mir einfach nicht gut getan, dieses System. Und das meine ich eben, denen machen auch alles mit. Das ist einfach, ja, einfach nicht schön. Und ich kann Dänemark halt nicht als Auswanderland empfehlen. Landschaft schön und gut. Mehr kann man auch innerhalb von einer halben Stunde, denke ich mal, erreichen, egal wo man ist. Wir sind auf Schelland, dann gibt es noch Jütland und dann noch viele kleine Inseln, Bornholm und Oldensee und was weiß ich, wie die heißen, Möhnen oder so. Das ist alles, wie gesagt, ganz schön, doch diese Hintergründe passen halt nicht. Und ich würde vorschlagen, eigentlich, wenn man auswandern will, am besten komplett außerhalb von Europa. Ja, das ist so das, was ich vorschlagen kann. Mein Mann ist, wie gesagt, auch hier nicht so begeistert mehr und möchte lieber irgendwo anders hin, weil er halt nicht mehr so kennt, Dänemark, wie er es halt verlassen hatte. Das kann ich verstehen. Ja, ich möchte es hier auch abschließen. Falls ihr Fragen habt noch, weil ihr euch einfach für Länder interessiert, könnt ihr mich gerne fragen wegen Dänemark. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht. Ist bloß halt ein Vorschlag. Ja, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Und das ist mein Video heute. Das werde ich wahrscheinlich wieder über YouTube laden müssen, weil es wieder zu lang geworden ist. Macht es gut.